Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Leistungssteigerung und Chiptuning, Kennfeldoptimierung. Dieser Markt ist sehr interessant, so interessant, dass sogar die Fahrzeughersteller angefangen haben, Leistungssteigerung anzubieten. Denn oft wird ein Motor gebaut mit verschiedenen Leistungsstufen und die sind natürlich perfekt dafür, um leistungsgesteigert zu werden. Doch nicht jedes Fahrzeug ist für eine Leistungssteigerung geeignet, denn natürlich über die Jahre verschleißen bestimmte Bauteile und eine Leistungssteigerung ist natürlich immer ein Mehrverschleiß. Daher sollte man natürlich gucken, ob das Fahrzeug dafür geeignet ist oder nicht. Deswegen haben auch viele Bedenken oder Angst, dass das Fahrzeug danach kaputt geht. Wir haben die Möglichkeit, das Fahrzeug im Vorwege zu prüfen, über eine Fernwartung. Das heißt, wenn ihr nicht sogar in Deutschland seid, können wir auch das in Österreich oder Schweiz machen. Wir schicken euch ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Internetzugang und Windows und wir haben die Möglichkeit, uns auf das Fahrzeug einzuloggen und die einzelnen Komponenten durchzuprüfen, dass ihr wisst, was mit dem Fahrzeug los ist. Die einzelnen Prüfungen schicken wir euch per WhatsApp oder per E-Mail. Dann habt ihr eine Dokumentation, man hat Ist- und Sollwerte, das heißt, ihr seht genau, was los ist und ihr habt eine unabhängige Meinung. Ihr könnt selber entscheiden, was ihr dann macht, ob ihr das Auto leistungssteigert oder halt nicht. Oder entsprechend halt unserer Handlungsempfehlung folgt, wenn irgendwelche Sachen gemacht werden sollten. Über dieses Kabel haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Software-Updates zu machen, denn es macht natürlich Sinn, eine Leistungssteigerung nur dann durchzuführen auf die aktuellste Motorsoftware. Die können wir natürlich über das Kabel programmieren, bestimmte Komfortkodierungen können wir ebenfalls machen und wenn ihr auch möchtet, können wir natürlich auch euch eine Leistungssteigerung anbieten, fahrzeugspezifisch, spezifisch für den Zustand, den wir geprüft haben, dass man individuell eine Leistung an das Auto anpasst, was es kann, beziehungsweise manche Fahrzeuge sind vielleicht dafür auch nicht geeignet. Das werden wir dann entsprechend halt entscheiden und euch empfehlen, was ihr halt möchtet oder entsprechend halt nicht. Ich zeige euch als erstes, was man alles prüfen kann, dass man einfach sieht, worauf sollte man da achten. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2.500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorwege prüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fahrzeug hat knapp 100.000 gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Soll-Wert vergleichen mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17, das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56 und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Die Injektoren oder Einspritzdüsen spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann. Denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen, denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansaugbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR, irgendwann verrusten die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikelfilters unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansaugbrücke entsprechend sauber ist.
Nach der Ansaugbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AGR in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, sondern beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Sollwerte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschiedene Drehzahlen angefahren und die Werte werden entsprechend halt uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich zu den Sollwerten, die man haben sollte oder was halt schlimmsten Fall sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier im Fahrzeug hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraftstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelfilter natürlich zusetzt. Anhand solcher Prüfungen weiß man ganz genau, wie ist der Zustand meines Fahrzeugs und man hat sofort eine Handlungsempfehlung, wo man aktiv was machen muss und was nicht. Und damit man nicht einfach unnötig irgendwelche Sachen tauscht und nicht so lange wartet, bis irgendwas kaputt geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.